am Sonntag Kantate hier in der Laubacher Kirche. Wir feiern miteinander auf Distanz im Heiligen Geist vereint Gottesdienst. Die Corona-Pandemie trennt uns immer noch. Gottesdienste sind ab kommendem Sonntag wieder möglich, aber wir hier in Laubach, wir lassen uns etwas länger Zeit. Kantate, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das größte Wunder hat er getan, indem er unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Bei unserem lebendigen Herrn finden wir Ruhe, bei ihm können wir aufatmen und frei sein. Und so feiern wir diesen Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind eingeladen zum Fest des Glaubens. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet,
Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Komm, jetzt ist die Zeit, wir
hören die Schriftlesung aus der 2. Chronik, Kapitel 5. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids. Das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat gefeiert wird. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig. Da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Selig, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottesdienste dürfen bald schon wieder starten, nicht in den Kirchen, wohl aber draußen. Mit ausreichend Abstand an der frischen Luft, mit Mundschutz und ohne Gesang. Und dann heute am Sonntag Kantate, so ein Text. Alle singen mit einer Stimme. Da werden Trompeten geblasen, da werden Saiteninstrumente gespielt, eine Riesenfeststimmung. Warum? Weil Gott sie aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat, weil er in einer Wolke vor ihnen hergezogen ist, ihnen die Gebote gegeben hat, die in der Bundeslade sind und diese jetzt in den neu gebauten Tempel einziehen, feierlich. Das Haus Gottes, es ist fertiggestellt und das ist wirklich ein Grund zum Feiern, zum Jubeln, ja, zum Musizieren und Tanzen. Man muss sich das wirklich einmal vorstellen. 40 Jahre lang sind die Israeliten durch die Wüste gezogen und jetzt sind sie angekommen am Ziel. Der Tempel ist erbaut und nun kann die Bundeslade dort hinein. Gott ist da, auch in diesem Text. Als Wolke erfüllt er den Raum. Gott ist da. Gott ist auch jetzt in diesen Zeiten bei uns, an unserer Seite. Er ist in dieser schweren Corona-Pandemie, in der so viele Menschen ihr Leben lassen mussten, trotz allem da. Er begleitet uns, die Trauernden, die einen lieben Menschen verloren haben, die in Sorge sind, weil einer ihrer Verwandten und Freunde krank ist, die sich Sorgen machen um ihr finanzielles Auskommen. Die Restaurants sind, Gaststätten und Hotels sind ja immer noch zu, obwohl einige durften ja öffnen. Der Friseur darf aufhaben seit Anfang der Woche. Die Friseurin. Lange Schlangen haben sich gebildet, weil die Menschen jetzt ihren Corona-Look loswerden wollen. Und auch andere Einzelhandelsgeschäfte durften wieder aufmachen. Und einige Menschen sind schon gekommen und haben den Handel wieder ein bisschen angeheizt, obwohl es wird noch lange dauern, bis diese fehlenden finanziellen Mittel aufgeholt sind. Es wird noch lange dauern, bis dann auch die Arbeitslosenzahlen wieder unten sind. Und es wird noch ganz lange dauern, bis wieder Normalität bei uns herrscht. Bis man dann wieder ohne Mundschutz rausgehen kann. Bis man dann wieder in den Kirchen sitzen kann, eng an eng, ohne Mundschutz, mit Gesang und frohlocken kann. Kantate, musizieren kann zum Lobe Gottes, der ja unser steter Begleiter ist, der jeden Tag da ist und für uns ist. Besuche in Altenheimen dürfen wieder sein für eine Stunde in der Woche. Ein Angehöriger, den man lange nicht gesehen hat, darf jetzt wieder kommen. Kinder jubeln, denn die Spielplätze sind wieder offen und es wird sicherlich auch nicht mehr lange dauern, bis dann auch ein Wiedersehen in Schule und Kindergarten möglich ist. Und toll, Tiergärten dürfen wieder öffnen, Parks sind wieder geöffnet, sodass man wieder rausgehen und sich vergnügen kann. Aber die Existenzängste, die werden noch eine ganze Zeit bleiben und auch bis wir einen Impfstoff haben, das wird auch noch eine ganze Zeit dauern. Und so vertrauen wir darauf, dass Gott an unserer Seite geht. Ja, wir hoffen darauf, dass Gott uns überrascht, dass er uns neue Kraft gibt für die Zeit jetzt und für nach Corona. Und davon wollen wir jetzt singen, von den Überraschungen, die Gott für uns bereithält. Überraschung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Überraschung.
haben weder Kraft noch Lust. Und wir keulen immer wieder unseren alten Dauerfrust. Doch wie aus der Luft gegriffen, geflügelt ein Gedanke uns. Schau, wie schön ist doch das Leben und zu leben eine Kunst. Überraschung, Überraschung, wenn das plötzlich neu beginnt. Überraschung, Überraschung, wenn es wieder in uns klingt. Dieses Lied voll tollem Leben, das uns neue Kräfte schafft. Denn sie kommt stets überraschend, diese Auferstehungskraft. Ohne Wind mit Schlaf und Segel liegt das Boot auf ruhiger See. Hier wird sich nichts mehr bewegen, wenn nicht bald ein Lüftchen weht. Plötzlich kommt aus heiterem Himmel eine Brise auf und an. Streifen sich die trägen Lappen und wir kommen neu voran. Überraschung, Überraschung, wenn es plötzlich neu beginnt. Überraschung, wenn es wieder in uns klingt. Dieses Lied voll tollem Leben, das uns neue Kräfte schafft. Denn sie kommt stets überraschend, diese Auferstehungskraft. Schwer wie Wackersteine liegen manche Sorgen uns im Bauch. Unsere Seele möchte fliegen, doch die Kräfte sind verbraucht. Steine werden weggehoben und die Liebe bricht den Bann. Diese Kraft kommt von ganz oben und fängt meistens unten an. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Dreieiniger Gott, du hast uns zum Loben und Danken befreit. Wir bitten dich, für alle, die das Evangelium verkünden durch Wort und Musik, dass dein Geist sie beflügelt. Wir rufen. Noch nicht wieder versammelt, dass unser Singen und Beten vor den Bildschirmen daheim deiner Verherrlichung dient. Wir rufen. Dass sie bei ihren Entscheidungen das Wohl aller Menschen im Auge haben. Wir rufen. Thank you.
alle, dass wir auch in den schweren Zeiten der Corona-Pandemie und in den schweren Zeiten unseres Lebens die Kraft bekommen, dich immer wieder neu zu loben. Wir rufen: Verstorbenen in den Zeiten von Corona weltweit, dass du sie einstimmen lässt in das himmlische Lob. Großer Gott, wir loben dich. Du bist ein Gott des Lebens. Dir sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Wir rufen: Und zusammen wollen wir nun singen: Vater, unser Vater. Okay. Bist du uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist.
Yeah.